Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zahl hinten dran. Herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. Wir sind immer noch im Iron Keep und das Leveldesign macht uns so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gerade. Kann man nicht anders sagen. Feuert mich ein bisschen. Wenn die mich jetzt alle mal treffen, habe ich schon wieder keinen Bock mehr. So, jetzt gehen wir einfach mal hier. Der trifft uns nämlich nicht. Können wir jetzt einfach mal durchgehen. Schön. Okay, diesmal kommt er nicht, oder was? Ich habe echt keine Ahnung, was ich hier machen soll, wenn die ganzen... Oh, sie kommen diesmal nicht hinterher. Das ist ja schön, dann kann ich ihn vielleicht doch besiegen. Oh, sie kommen. Schön, alles klar, Herr Kommissar. Der ist tot. Sind die wenigstens alle mal durch das hässliche Feuer gelaufen? Nee, natürlich nicht. Hä? Wo bin ich? Ernsthaft? Ist das hier im Weg zum Laufen? Nein. Na klar. Och, Kinder. Hey, wie soll ich denn durch den Gang, wenn mir dieser Fette entging und den kann ich doch... Jawohl, ich brauche halt meine Ruhe. Oh, Alter. Okay, aber ich glaube auf dem Weg, wenn ich da drüber sprinte, auf jeden Fall auf alle Druckplatten gehen, damit so viele von denen irgendwo runterfallen wie möglich. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie genau das gehen soll, aber was ich ja auch mal probieren könnte, ist... In der Mitte, da ist ja diese Plattform mit der Leiter, ne? Aber ich glaube, dafür springe ich nicht weit genug. Ich glaube, dafür springe ich einfach nicht weit genug. Dafür springe ich bei weitem nicht weit genug. Hier treffen sie mich nicht. Klar, jetzt wirst du mich gleich nochmal erwischen hier. Alter, wie soll ich denn den Typen da oben drin besiegen, hier in diesem Gang? Alter, das ist ja der krasse Shit. Alter. Alter, wie soll ich den... Ich kann den nicht... Oh, und wisst ihr, was mich am meisten nervt? Dass ich halt meine Ruhe nicht habe. Die Fetten kommen ja alle von... Die können doch nicht ernsthaft... Muss ich mir hier echt ausdenken, wie ich die geplant mit den ganzen Plattformen runterfallen lasse? Oh, und das mit den Bogenschützen. Ey, Kinder, das ist ein Witz. Okay. Rennen wir mal weiter. Was mich wundert, ist, dass der jetzt plötzlich das Ding nicht mehr kaputt haut, so wie er es die ganze Zeit gemacht hat, versteht ihr? Hä? Ah! Ach so! Und ich drück den Schalter schon mal und hab's nicht begriffen, dass der das Ding hier runterlässt. Wie geil ist das denn? Problem gelöst jetzt, oder was? Ich glaube schon. So einfach kannst du... Nein! Niemals auf den Mimik reinfallen. Ja. Ja. Aber gut. Versuchen wir jetzt halt immer diesen Hebel zu drücken. Schön, deswegen habe ich gedacht, der Hebel hat nichts gemacht, weil der halt immer wieder betätigt werden muss, ganz klar. Ist ja auch gar kein Ding hier. Sind die runtergefahren?
Alles cool in Kabul. Wollen wir den runterfallen? Na komm. Und dann lassen wir den hier noch runterfallen. Und den hier lassen wir auch noch runterfallen. Einfach weil wir was können. Yay, und so kann uns keiner mehr was anhaben. Jetzt haben wir schon mal Ruhe vor den... Oh oh. Das wollte ich so nicht. Das wollte ich so nicht. Sitzt der, steht der Mimik jetzt schon? Ach nee, er ist noch in Kistenform. Okay. Aber gut zu wissen, dass das ein scheiß Mimik war. Ja, und mehr gibt's hier oben nicht. Hier oben gibt's bloß den Mimik und die Kiste, ne? Oh shit. Du Asshole! Dark Armor? Lightning Winged Spirit? Was ist denn bitte die Dark Armor? What the fuck? Alter Schwede, ist die sexy oder was? Ist das eine sexy Armor? Aber erst wenn wir den Rest davon haben, glaube ich. In was macht uns jetzt genau die Elon... Ne, welche haben wir benutzt? Welche hatten wir jetzt angelegt die ganze Zeit? Wo ist sie denn? What? Wir hatten noch nicht die Elon Knight Armor an, oder? Doch, stimmt. Doch, wir waren ja Elon Knight. Okay, der macht uns... Die ist schon besser. Sie ist halt wesentlich schwerer, aber schon besser. Dann behalten wir sie mal noch an. Die ist ja auch sexy, ne? Ich find's geil, dass wir hier drin aufgrund von dem Feuer halt die ganze Zeit leuchten wie ein Dark Spirit. Da hinten ist auch noch was. Sind hier irgendwo Illusory Walls? Anscheinend nicht. Aber noch eine Leiter. Wow. Nicht auf mich schießen. Sind hier noch Bogenschützen? Okay, aber das ist die Technik. So können wir die ganzen Bogenschützen quasi loswerden. Liar ahead. Ist das schon wieder Mimik? Nö. Diesmal ist es eine Kiste. Ich spring mal weg. Hui. Nicht, dass ich vergiftet werde oder so. Destructive Great Arrow. Okay, brauche ich nicht. Wieso Liar ahead? Was soll das? Ist das hier keine Illusory Wall? Anscheinend nicht. Okay, aber dafür ist ja hier eine Leiter. Damit geht es noch weiter nach oben. Wir müssen nicht durch das Nebeltor. Obwohl wir ja jetzt wissen, wie wir uns das ganze Leben echt ziemlich leicht machen können. Das werde ich mir auch merken, auf jeden Fall. Pharos Lockstone. Ein Pharos Lockstone. Was ist hier? Trio had therefore tried ranged battle. Na, bravo. Nehmen wir den Pharos Lockstone. Brief respite ahead. Pointless. Die sagen, dass das pointless ist. Dann nehmen wir es erstmal nicht. Wenn Leute da vorschreiben, dass es pointless ist, dann nehme ich es auch nicht. wie sieht es so aus? Wollen wir da mal einfach oben jetzt gucken, was hier los ist? Hallo? Ah. Bogenschützen. Da die. Stirb jetzt. Alter, nein. Der andere Typ trifft mich mit seinem Pfeil. In dem Moment sticht der zu. Okay, aber über die werden wir her. Und hier liegen Items, die will ich haben. Wir sind anscheinend auf einem der höchsten Punkte des Iron Keeps jetzt. Kann es eigentlich sein, dass ich zwischendrin einfach öfter mal die Fresse halte und merk's nicht? Ich denke mir immer dann, in dem Moment, wo ich sterbe, hast du jetzt eigentlich irgendwas gesagt? Keine Ahnung. Okay. Aber das kriegen wir hin. Wir wissen ja jetzt, wie wir das Gebiet da uns locker lustig machen. Das ist ja jetzt alles kein Problem mehr hier. Hätte ich mal eher diesen scheiß Hebel gedrückt. Aber gut, wie ich mir am Anfang dachte, man muss die hier sicherlich nicht alle einfach so töten. Oh, kommt der diesmal schon von der Plattform runter? Nee, oder? Okay, den ersten haben wir quasi schon ausgelöscht. Jetzt können wir den hier. Und tschüss. Pfeil hat er nochmal geschossen, ne? Den trifft er nochmal. So, und hier, da unten sind zwar jetzt auch welche, aber die stören uns nicht. Kommen die Dicken und laufen die durchs Feuer? Geht's uns gut? Weiß ich auch nicht.
Klettern wir mal wieder hier hoch. Okay, und dann müssen wir doch durch das Nebeltor. Aber der Vorteil ist ja jetzt, dass wir ja eigentlich diese ganzen Threats, die wir da hatten, ausradieren können. Vor allen Dingen können wir ja hier weiterhin mit diesem Schalter arbeiten, sodass die Dicken vielleicht auch da noch an der Plattform leiden. Oder wir warten einfach hier oben und lassen die da unten so hin und her laufen. Dann sterben die sicher auch durchs Feuer. Ja, okay, also wir sind jetzt auf der sicheren Seite. Das Gebiet hier ist echt super entschärfbar. Das gefällt mir ja mal richtig gut. Gut, dass ich da aufgepasst habe und bin nicht blind einfach in die Konfrontation gelaufen. Da wäre ich wahrscheinlich hier so verzweifelt wie beim Smelter Demon. Leck mich am Arsch, hat mich das aufgeregt. Okay, also das Ding da, dieser Pharos Lockstone soll echt pointless sein. Das ärgert mich ja, weil ich hätte ja gern... Ich würde es ja gern benutzen und rausfinden, was ich dadurch kriege, ne? Okay. Der Typ da hinten. Vielleicht renne ich einfach zu denen hier hin, dass die ihre Schwerter nehmen und renne dann zu dem anderen und töte ihn. Und wenn die ihre Schwerter schon haben, ist ja kein Problem mehr. Ach, crap. Oder ich muss die echt ein bisschen unaggressiver angehen. Dass ich halt so schlagen, wegspringen, weglaufen. Ach, so eine Kacke aber auch. Naja, gut. Einfach mal weitermachen. Ist ja jetzt kein Problem. Wir müssen ja nicht mal kämpfen. Das ist ja das Geile. Wir müssen ja hier nicht mal kämpfen. Das ist ja mal der geilste Spielabschnitt seit langem. Wieso geht der Bogenschütze hier jetzt immer schon weg so vor? Das verstehe ich nicht. Na, wenigstens fällt er dann immer gleich runter. Ist ja auch nicht schlecht. Warte mal hier. Lass mal den hier runterfallen. Dann lass mal den hier runterfallen. Ach, das ist echt herrlich. Das ist mal richtig geil designt. Ohne Scheiß. Ich könnte das jetzt gerade echt ohne Pause abfeiern. Oh, wie oft wir hier gestorben sind, bis wir das rausgefunden haben. Es ist eine Wucht. Es ist eine Wucht. Wofür sind diese Vasen hier, wo Wasser drin ist? Ich verstehe das einfach nicht. Aber na gut. Wahrscheinlich kann man irgendwie verbrannt werden und dann brennen und Dauerdamage kriegen und dann kann man da... Alter, was? Von wo? Ach, von da ganz unten. Das ist natürlich schade. So, kriegen wir dieses Trio da oben jetzt mal kaputt? Soll ich vielleicht doch erst den rechts, den einzelnen versuchen? Oder soll ich den Pharos Lockstone benutzen? Gibt es jetzt schon andere Markierungen, die mir irgendwas sagen? Nee, auch nicht, ne? Ach nee, der macht bestimmt wieder bloß diese Heilpfütze. Das kann ich mir natürlich noch vorstellen, dass der bloß diese Heilpfütze voll macht wieder. Okay, dann versuchen wir diesmal halt mal den anderen. Oder wir rennen jetzt doch... Nee, machen wir nicht. Wir versuchen diesmal den anderen. Gut, das lief hervorragend. Warum hat der nicht sein Schwert geholt, der Trottel? Der hätte mich umbringen können. So. Simpleton Spice. Was mit diesen hässlichen Spices soll? Jetzt müsste hier natürlich noch ein Mimic drin sein. Nein. Okay. Aber eine Falle. Black Knight Great Axe. Oh, Kinder, guckt euch an, was wir hier jetzt alles finden. Warum braucht man denn für die Black Knight Waffen überall Skillpunkte? Was ist das denn? Das regt mich ja auf. Aber die ist hübsch. Die ist hübsch. Guckt euch die an, Kinder. Aber na gut. Wir haben ja unser Bastardschwert, das uns gute Dienste erwiesen hat. Das ist der Iron Keep, liebe Kinder. Wie er langsam aber sicher in der Lava versinkt, weil der Old Iron King mit diesem Eisen, mit dieser Eisenfestung quasi ein immerwährendes, unzerstörbares Königreich erschaffen wollte. War aber leider zu schwer, ist deswegen, was ist hier? Nee. Ist deswegen auch in den Boden eingesunken und dann ist natürlich die Lava zerbrochen und die bösen Viecher kamen und so weiter. Ist das hier jetzt ein Witz? Ach so, ich muss hier runter. Wo komme ich denn hier jetzt hin? Macht ihr böse Sachen? Oh Gott, die Geräusche hier. Cracked Red Eye Orb, Torch. Naja, eine Torch brauchen wir ja sicherlich nicht. Ah, guck mal, wo wir sind. Ah, das ist wiederum schon interessant jetzt. Das muss ich ja jetzt schon mal sagen. Ring ahead. Try jumping here. Oh. What? Ne.
auf den Kessel drauf. Gibt es hier noch einen anderen Weg? Wenn ich hier jetzt einfach runterspringe? Bonk. Covetous Gold Serpent Ring. What? Du da, da vorne ist der Dude, der normalerweise nach uns schlagen würde. Covetous Serpent Ring. Fallen foes are more likely to drop items. Wie geil. Royal Soldier's Ring, was macht der nochmal? Maximum Load. Maximum Load. Da kann ich nicht drauf verzichten. Was hat der hier? Stamina Recovery Speed. Naja, gut. Okay. Den Typen hier vorne schaffen wir mit links. Na komm. Tot. Tja, das ist jetzt natürlich auch geil zu wissen, dass wir einen Ring haben, wo Leute mehr droppen. Allerdings ist das bei mir immer so eine Sache, ich bin mir da nie schlüssig, wann ich den jetzt genau nehmen soll. Es gibt sicherlich eine Stelle im Spiel, die das Ganze sehr fördert. Das ist ja geil, man denkt sich stundenlang, wie soll ich die Scheiße denn machen, da oben durch die Tür zu kommen und so. Und dann urplötzlich kann man auch von oben rein droppen. Ach, und da soll noch einer sagen, das Leveldesign in Dark Souls 2 wäre nicht so geil wie in Dark Souls 1. Oh. Aber man sollte halt auch sich ein bisschen heilen und so. Was zur Hölle hat jetzt hier so lange gedauert? Okay, einen haben wir noch. Vielleicht sollte ich mich einfach mal heilen hier oben. So. Und dann kann man ja auch mal circlen vielleicht. Tot. So. Also man kann den schon kaputt machen, aber wenn die anderen einen verfolgen, ist das nicht machbar. Gut, schauen wir mal, was hier los ist. Hier ist irgendwas hochgelassen. Pullen wir einfach mal. Wahrscheinlich einfach bloß. Ah ja, das ist tatsächlich alles. Schnell durch, nicht das, was passiert. Be wary of right, fatty ahead. Oh ne, nicht schon wieder. Ne, jetzt. Achso, das Ding geht nicht mehr runter. Gut. Okay, den kriegen wir so down. Den kriegen wir so down. Oder auch nicht. Ja, jetzt komm mal her. Oh, natürlich geht's wieder runter. Oh, natürlich fällt's wieder runter. Okay, jetzt hätte ich dann gerne mal wieder ein Bonfire, Kinder. Ich habe jetzt genug geleistet, um hier zum Bonfire zu... Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Left then ladderhead. Okay. Oh Gott! Oh! Wie sie einen dazu bringen wollen zu rollen und dann solche Dinger da platzieren, die Schweine. Jetzt sollte bloß noch einen zu schräg blasen. Okay, okay, wir sind sicher, wir sind sicher. Sollen wir den mal anbrennen? Du Schmutzfink. Try up. Ironclad Gauntlets. Okay. Ich will aber nicht ab. Ich will jetzt hier speichern. Ich will einen Speicherpunkt. Alter Schwede, wo sind wir denn hier? Da ist ein Nebeltor ins Nichts. Praise the Sun. Ja, ich praise dir gleich the Sun. Leck mich am Arsch. Hier ist der Keep halt echt schon ziemlich versunken. Das muss man ja mal sagen. Sonst ist hier nichts. Ihr werdet mir doch vor diesem hässlichen Nebeltor nochmal ein Bonfire geben. Das darf jetzt unmöglich euer Ernst sein. I can't take this. Ich glaube, da vorne wartet der Iron King auf uns. Bitte, Kinder, ey, gib mir doch jetzt nochmal ein Bonfire. Jetzt ohne Witz. Ich krieg kein Bonfire? Muss ich die ganze Scheiße jedes Mal machen? Oh. Wartet mal, jetzt lasst mich mal recappen, wo wir überall nochmal lang müssen, um hierher zu kommen. Wir müssen da runter, wir müssen die zwei Fetten in dem Gang jedes Mal noch... Ach du Scheiße, Kinder, hier darf ich jetzt nicht sterben.
Sonst kriege ich ein bisschen. Sonst kriege ich die Kretze. Ich glaube, dann beende ich die Aufnahmesession erstmal. Mach mal irgendwas. Versuchen wir es. Wir versuchen mit viel Schaden und so das Ding zu reißen. Go Pine Resin. Jetzt gehen wir einfach los. Ich glaube, das ist eine von den Old Ones. Ja, grüß doch Gott. Ich kann nichts dafür, dass dein Kingdom untergegangen ist. Bitte sei schwach gegen Lightning. Schlägst du zu? Ach du Scheiße. Alter. Der hat mich jetzt nicht getroffen, aber mit seinem Kopf von der Plattform geschoben? Allen Ernstes? Allen Ernstes? Um zu dem hinzukommen, muss ich die ganze Dreckscheiße jetzt nochmal machen? Allen Ernstes? Ach du Kacke. Ich will jetzt nur einmal versuchen, wie leicht oder schwer mir das fällt, da jetzt nochmal hinzukommen. Das ist ja mal ein Weg zum Boss, der sich gewaschen hat. Nee, Kinder. Nee. Das ist nicht euer Ernst jetzt. Das ist irgendwo nicht euer Ernst jetzt. Und dann muss ich auch jedes Mal jetzt wieder zu den Typen da raus, zu denen rein. Aber die muss ich jetzt nicht jedes Mal töten. Was ist denn, wenn ich einfach runterspringe auf die Plattform und so? Das muss ich mir jetzt echt angucken. Also bis jetzt ist es gut. Das haben wir ja raus, den Dreh hier. Wir müssen ja auch nicht die ganzen Bogen schützen. Das ist schon alles okay so. Vorausgesetzt, er trifft mich jetzt hier nicht mit seinem hässlichen Pfeil. Was natürlich passiert. Ach du heiliger Quark, ey. Müssen wir natürlich versuchen, wie wir hier runterkommen am besten. Hier darf jetzt natürlich nichts schief gehen. Okay, das haben wir soweit auch. Verfolgen tun die uns, glaube ich, ja nicht. Wo geht's denn hier runter? Hallo? Soll ich mich immer wieder auf den Kessel fallen lassen? Das ist vielleicht die sicherste Variante, ja? Okay, komm her hier. Du kleiner Spaten, du. Vielleicht kann ich ja den Dicken jetzt trotzdem das... Nee, ich muss die Dicken fertig machen jedes Mal. Boah. Okay, na, da habt ihr euch wieder was ausgedacht jetzt hier. Das ist ja Schikane. Jetzt besonders wutentbrannt zugeschlagen hat gerade. Lol. Vielleicht kann man ja dieses Ding hier auf den drauf fallen lassen. Kann das vielleicht sein? Nee, kann man nicht. Aber wir können ihn ja mal hierher holen. Das ist schon mal gut. Da muss ich ihn da hinten in der Ecke nicht fertig machen. Oh, seht ihr? Da hätte es ihn in zwei gechoppt. Okay, aber diese Taki hier scheint hinzuhauen. Ohne, dass wir Schaden nehmen. Okay, und irgendwann tauchen die ja auch nicht mehr auf. Also so schwer wird's nicht. Large Titanite Shard, geil. Okay, okay. Obwohl ich mir sicher bin, dass man mit dem Teil hier die Viecher töten kann. Weil da ist ja auch nicht umsonst Blut dran. Ich glaube, das hat schon seine Bewandtnis. Okay,
nicht mehr rollen. Oh. Hat er mich jetzt gerade hier echt so reingeworfen? Hier ist eine Leiter! Sag mir bitte, dass hier ein Bonfire ist. Hier ist eine Leiter. Stimmt, die haben ja gesagt, da ist eine Leiter. Alter, wo führt die mich jetzt hin? Wo führt die mich jetzt? Bitte, bitte, Bonfire, 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 Bonfire. Kein Bonfire. Doch, noch eine Leiter. Bitte sag mir, dass hier Bonfire ist. Hier sterben so viele. Bonfire ahead, by the way, be wary of enemy. Oh mein Gott, ja, hier gibt's echt ein Bonfire. Ich muss die Scheiße nicht die ganze Zeit machen. Okay, bitte nicht irgendwelche Superfeinde hier jetzt. Ich möchte nur ein Bonfire haben. Okay. Bonfire! Yay! Und wieder einen völlig neuen Abschnitt in diesem Level entdeckt. Juhu! Leider habe ich 22.000 Seelen beim Boss liegen lassen. Das ärgert mich dann wiederum schon stark. Was haben wir hier? Help me? Wieso help me? Geht's hier auch zum Boss oder was? Oh! Da ist wieder so ein Schalter. Können wir damit vielleicht wieder die Boss-Plattform erweitern? Ich glaube, von hier aus können wir es dann sehen, oder? Oder nicht? Like a dream. Ja, das ist echt traumhaft. Hier? Klick. Oh, haben wir damit jetzt die Feuerfallen ausgemacht? Ich glaube schon. Haben wir das wenigstens dauerhaft erledigt, dass ich meine Ruhe habe hier? Ist natürlich jetzt scheiße, dass da der Dicke unten ist und ich, ja, obwohl. Ist ja jetzt eigentlich kein Problem. Von dem Bonfire aus ist das ja der einzige Gegner, den wir noch besiegen müssen. Vorausgesetzt, er hat sich jetzt vielleicht wieder irgendwo hin und haut mir jetzt nicht gleich eine drüber. Wenn ich hier unten bin. Wäre natürlich schon geil. Beziehungsweise ungeil. Wow, okay. Ich hätte das nicht tun sollen. Tot. Aber ich habe den anderen nicht gepult, weil der mit dem Rücken zu mir stand, glaube ich, ja? Lightning Shortbow. Oh, habe ich damit jetzt alles Feuer im ganzen Level ausgeschaltet? Eigentlich? Weil dann können wir ja jetzt endlich an das Item am Eingang von diesem Scheiß, von diesem Scheiß-Level. Okay, liebe Kinder, ach komm, einmal versuchen wir noch. Wir müssen ja erstmal irgendwie so ein Grasp an die Situation kriegen hier bei dem. Wenigstens müssen wir diesmal nicht wieder so viele Seelen lassen. Und wir haben einen massiv verkürzten Weg. Ja, Gott sei Dank habe ich das jetzt gefunden. Das wäre ein Scheißweg gewesen zum Boss. Da hätte ich ja noch dreimal geraged hier. Gut. Jetzt habe ich natürlich, frohlockig wie ich war, kommentarlos mein Gold Pine Resin verbraucht. Das ist natürlich grandiose Scheiße. Aua. Lässt du dich immer so gehen hier? Eigentlich? Der trifft dann ja gar nicht. Ist der so leicht? Habe ich gerade echt völlig umsonst gegen den verloren? Au. One hit. Gut, zu früh gefreut. Alles klar, liebe Kinder, ich würde aber sagen, wir lassen es für diesen Part mal. Diesen Old Iron King, den machen wir aber ein bisschen leichter fertig als den Smelter Demon. Das möchte ich jetzt mal hoffen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder hier bei was wollte ich jetzt für einen Spielnamen sagen? Keine Ahnung, irgendein Fantasiegebilde. Dark Souls 2. Ich bin Koalper, 100 mit der Zahlen dran. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.